I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. Hey Leute, willkommen zu einem Video. Ich bin's, Patrick von ProHacking, und heute wieder mit Armitage zurück, denn diese Folge befasst sich natürlich wieder in der Metasploit-Reihe. Befasst sich mit, wie bekommen wir Admin-Rechte? Und das Video wird ein bisschen enttäuschend, wahrscheinlich für die meisten, aber das ist kein Problem. Denn bei Windows 10 ist das natürlich so eine Sache, Admin-Rechte zu bekommen. Wir haben UAC, das ist, wenn wir mal das hier als Administrator ausführen, das ist halt ein Programm, was als Administrator ausgeführt werden muss. Wir haben mal 5-mal gefragt, möchten wir das wirklich als Admin ausführen? Und die meisten haben das Programm an, deshalb müssen wir uns auch natürlich damit befassen. Wie umgehen wir das? Wir haben wieder unseren Videos von letztem Mal offen und ja, bitte Fender, macht immer noch keinen Stress. Ich nehme die Videos aber auch direkt hintereinander auf. Und wir haben halt in Armitage die Connection offen und wie gesagt, wir können halt die GUI ganz normal verwenden. Genauso wie halt die Textversion, es ist gar kein Problem. Und ja. Also wir haben halt unsere Session geöffnet, wie gesagt, doppelklicken und dann als Multi-Handler launchen mit der richtigen Einstellung. Video dazu gab's ja schon. Und wir haben unsere Session offen zu unserem PC und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Verbindung dazu herzustellen. Also wir wollen natürlich erstmal Payload schließen, denn das ist keine Payload, was wir machen wollen. Und was ich als erstes machen möchte... Entschuldigung, die Tür hat geklingelt. So, was können wir jetzt machen? Wir können verschiedene Dinge machen, und zwar das erste, was wir testen können, ist Get System zu machen. Zusammengeschrieben, muss ich kurz nachgucken. Genau, Unknown Comment. Sekunde. Ja, da wir uns halt gerade im GUI benutzen, ist das gar nicht so einfach. Das heißt, wir benutzen halt lieber das hier. Ich habe es einfach mal kurz gesucht. Der Befehl ist hier. Und ja, wir können hier Get Session machen. Und was das, Get System machen. Und zwar, was das versucht ist, den System Account NT Autorität zu bekommen. Launchen wir einfach mal. Und ja, mir war halt schon voraus klar, dass das nicht funktionieren wird. Nebenbei, wieso es gerade nicht funktioniert hat, man hätte halt erstmal Use bla 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 machen können, müssen und dann die Einstellungen und dann halt Run. Deshalb hat es nicht funktioniert, ist einfach hier einzutippen. Gut. Hat natürlich nicht funktioniert, ist aber auch zu erwarten gewesen, also das wusste ich halt im Voraus. Wir können auch noch andere Dinge versuchen. Und zwar gibt es ein UAC, was die User Account Control Ding ist. Bypass, das können wir auch testen, und zwar gibt es einmal normal und einmal Per Injection. Und dann noch als Visual Basic Script, aber wir verwenden einfach mal die zwei hier, können wir mal testen. Und wie gesagt, das ist ein Windows 10 64-Bit GEDIT, das ist wichtig, und wir testen es jetzt einfach mal. Wir machen einfach mal Doppelklick auf Bypass UAC. Ja, der Port ist immer noch, Sekunde, ich muss erstmal Targets auf 64-Bit ändern und wir werden gleich sehen, wieso das nicht funktioniert. Wir ändern den Port auf unseren Port, natürlich. Und die Technik ist EXE. Technique to use if USC is turned off, aber ist es halt nicht, also ist das eigentlich egal, denn es ist sowieso an. Und ja, wir machen einfach mal Launch und wir werden sehen, es funktioniert aus einem ganz bestimmten Grund nicht, aber das läuft ja noch. Und zwar, Set Target is off 1. 1 steht hier bei hierfür für 64-Bit. Wenn wir aber mal nachgucken, steht da, the value specified for payload is not valid. Und zwar dieser Payload, den wir gerade verwenden, ist nur für 32-Bit. Und damit können wir eigentlich jetzt schon aufgeben, weil, ja, es funktioniert sowieso nicht. Und das gleiche können wir auch hier machen, wenn wir hier das machen würden auf 64-Bit, würde der auch sagen, so, ja, ist leider nicht, tut mir leid, ja, kann nicht funktionieren. Denn wir befinden uns auf einem 64-Bit-System und versuchen einen 32-Bit-Exploit zu verwenden. Hier stattdessen hat er gesagt, Exploit failed the following option is not failed to validate sessions. Das ist wieder ein komplett anderer Fehler. Hoppla, nein, falsche. Wir können auch gerne das hier nochmal probieren. Das wird halt sowieso nicht funktionieren, aber egal. 5, hoppla, einmal zu viel. Der Payload ist ja schon angegeben, der Payload, den wir verwenden haben. Und die Sessions ist halt 1, weil wir haben nur eine Session. Genau, gerade eben habe ich die Session nicht angegeben und deshalb hat sie funktioniert. Und zwar Sessions ist halt 1, die Session, die wir verwenden. Ja, und ich hoffe, ich habe gerade den richtigen benutzt. Ja, Injection habe ich. Jetzt hängt das. So. Oh, ja, warte mal kurz, dass es ausführt. Exploit running as background. Genau, deshalb hat es gerade nicht funktioniert, weil ich halt die Session nicht angegeben habe. Und genau das gleiche wäre halt auch gerade passiert. So, Windows 10 ist vielleicht angreifbar, bla 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 bla.
Part of Administrator Group, Continuing, wir sind halt Administrator, weil wir halt unter, weil wir halt den Token stealen können, deshalb sind wir sowieso Admin. Weil unser Account halt auch ein Admin-Account ist und ja, funktioniert nicht einfach schon deshalb, weil es ein 32-Bit-Exploit auf einem 64-Bit-System ist. Nun auf Windows 7, 8, 8.1, Windows Server und so, da wird es ja wahrscheinlich funktionieren. Auch Get System wird da wahrscheinlich funktionieren, aber halt auf Windows 10. Windows 10 ist halt wirklich sicher. Zum Glück, denn sonst müssten wir uns alle viel mehr Sorgen machen um unsere Sicherheit, aber hier funktioniert das nicht so einfach und das ist auch erstmal eine gute Sache. Ja, ich versuche weiterhin herauszufinden, ob es dazu eine Möglichkeit gibt, aber in dem Fall sehe ich nicht, wie man das machen kann, wie man das umgehen kann, das UAC. Und ja, ich denke auch, das ist momentan erstmal eine gute Sache. Aber es gibt sicher eine Möglichkeit und falls ich was finde, werde ich noch ein Video dazu machen. Aber ansonsten geht es ganz normal weiter in der Reihe mit nächsten Themen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich, falls es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da, falls nicht. Kommentar da lassen, wieso nicht. Feedback ist immer erwünscht. Ihr könnt mir auch auf Twitter folgen für neue Updates. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Tschüss, Leute.